Seit heute liegt sie in den Läden, die erste Single der Eutner Band Pandora. In der Hardrock-Szene haben die jungen Musiker sich schon einen Namen gemacht. Jetzt wollen sie den großen Durchbruch schaffen. Die Musik von Pandora ist hart, teilweise aggressiv, steckt aber immer voller Gefühl. Zu ihrer ersten Single hat die junge Band außerdem ein Musikvideo gedreht. Blickpunkt stellt ihnen die Musiker vor. Pandora ist ein eingespieltes Team. Zwei Schwestern und ein Schlagzeuger. Das macht die Gruppe zu einer der erfolgreichsten Newcomer-Bands in der Euregio. Mit Breed My Die wollen sie es bis ganz nach oben schaffen. Die Konstellation ist was ganz anderes. Vor allem in dem Genre, wo wir spielen, Punkrock, Grunge, Alternative. Es ist seltener, dass eine Frauenstimme die erste Stimme ist und dann auch noch die zweite Stimme auch eine Frauenstimme ist. Aber ich finde, wir kompensieren das in dem Sinne sehr gut, da wir nicht sind wie jedes andere Mädchen, dass wir pink tragen, mit hohen Stöckelschuhen rumlaufen und 5 Oktaven höher sprechen, als wir eigentlich müssten. Wir bekommen gute Resonanzen, es hat einen gewissen Sexappeal an sich, wenn zwei Frauen vorne stehen und man hat trotzdem noch die starke Männerseite halt hinter sich sitzen und der Schlagzeug spielt. Schlagzeuger Roman gehört zwar nicht zum Clan der Kreuschs, er fühlt sich aber bestens aufgehoben bei den zwei Schwestern. Der Druck, den wir uns selber aufbauen, ist immer besser zu werden. Und die Vision, die wir haben, mit unserer Musik irgendwie so viele wie möglich zu erreichen. Und dafür muss man einiges in Kauf nehmen und einiges wagen. Das ist definitiv ein Druck, aber mit dem wir ganz gut und ganz locker umgehen können, weil wir eigentlich wissen, dass das mit der Musik, die wir im Moment auf die Beine stellen, definitiv möglich ist. Breed My Die, bringe meine Farbe zum Leben. Die Kritiken in der Szene sind positiv. Das war eigentlich bei uns immer schon ein Phänomen, dass unsere Musik eigentlich viel mehr in den USA, in Italien, in Deutschland, egal wo, in Ungarn ankam, als hier in Belgien oder in der DG. Und ich denke mal, das war bei anderen Bands einfach genauso. Du suchst halt immer irgendwie nach anderen Punkten, nach anderen Leuten und so weiter. Die Tatsache, dass ich generell eigentlich eher ruhiger mich sehr gerne im Hintergrund aufhalte, bedeutet auf der anderen Seite, dass ich diese Energie, die ich sammle, permanent in gewissen Momenten einfach ausleben kann. Im Januar soll das erste Album von Pandora in die Läden kommen. Bis dahin spielt die Band Konzerte in Deutschland, Italien, Frankreich und in der Region.